begrüße Sie recht herzlich das Thema Social Media Marketing, also wie betreibe ich Social Networks Marketing, wie mache ich Werbung dort. Fangen wir kurz gerade mit ein bisschen sonnigem Marketing an. Und zwar mache ich das Marketing für den Reto gerade am Anfang. Der twittert hier rein. Super, das sind doch ein paar. Dann würde es mich natürlich freuen, wenn ihr das Hashtag würdet brauchen. Das nützt nicht in erster Linie mir. Das gibt mir zwar ein Feedback. Ich kann das heute gerade, kann das vielleicht schnell zeigen. Ich war heute an der Somesso, das ist auch so eine Social Media Veranstaltung. Da wird permanent mit dem Hashtag SMO09 twittert. Und die erstens mal, die da vorne sind und reden, kommen das mit. Das ist dann dort ganz brutal. Und neben der Wand projiziert worden. Das heisst, ich habe immer gesehen, was im Saal gelaufen ist, was die Leute fordern, was schlecht finden, was gut finden, wenn das WLAN nicht läuft, wenn es kalt und zu warm ist und so weiter und so fort. Das könnt ihr da auch machen. Am Schluss ist es sicher zu warm. Und dann das Hashtag verwenden. Jetzt fragen sich wahrscheinlich noch ein paar, warum ich so ein komisches Libri anhabe, wo da Saubär draufsteht. Das hätte ich eigentlich nicht angelegt, aber der Reto hat mir dann auf die Idee gebracht. Warum sehen wir gerade am Schluss? Ich habe darunter noch Blaus an, Reto, das tun wir dann nachher. Kurz, warum ich das habe, das erzähle ich ganz kurz. Das ist auch etwas, was Social Media betrifft. Ich blogge, ich bin Videoblogger. Und dann muss man sich irgendwie eine Regel halten, muss sich irgendwie können abheben von der anderen, man will, dass man auch wieder geschaut wird. Ich habe vier Regeln und ich glaube, die vier Regeln die gelten nicht nur für Videoblogs, sondern die gelten halt eben auch im Social Media Marketing allgemein. Das erste ist, es soll authentisch sein. Das heisst, man soll überkommen, wie man sich selber ist. Wenn ich so einen Post mache, so einen Videopost, dann geht es nicht darum, dass ich wieder einen Nachrichtensprecher überkomme. Im Fernsehen, wir haben das letzte Mal übrigens das Thema hier gehabt. Das, ist dann nicht, das kommt nicht professionell über, ich brauche nicht einen super shiny Hintergrund. Was ich muss haben, ist ein guter Ton, aber ich muss vor allem mich selber sein. Zweitens ist es sollte einzigartig sein, also ich muss irgendein Merkmal haben, das kein anderer hat. Das wäre jetzt in dem Fall mein Logo. Drittens ist es soll innovativ sein. Irgendeinen Schritt machen, den nicht schon alle anderen auch gemacht haben. Und das vierte ist dann kreativ. Ein grosses Wort, auch ganz schwierig. Das kann natürlich auch in der Storyline drin sein, dass ich dort kreativ bin. Auch das haben wir das letzte Mal gelernt. So ein vier Punkte, wo wir drauf schauen. Jetzt gibt es Blogger, die heißen Blogging.com, Leumund und Pixelfreund. Die kann man sich merken. Das sind nicht Namen wie mein Name, Philipp selber, das ist Heinz Müller, irgendwas. Das kann man sich nicht im Kopf behalten. Aber die drei, die kann man sich im Kopf behalten. Die heißen irgendwie Tom Rühwiller, Christian Leumund und Ralf Putter, das haben überhaupt nichts mit dem zu tun, aber die haben sich so im Prinzip ein Personal Brand aufgebaut. Genauso habe ich das mit meinem T-Shirt gemacht. Jetzt, als ich als Verehrer angekommen bin, habe ich vom Reto da eine Einladung bekommen, wie ihr alle auch. Und da ist Websell drin gestanden. Kannst du Zauber werden, oder? Der ist Websell. Und wenn wir jetzt googeln nach Websell, dann findet man nachher mich. Jetzt, zuerst habe ich gedacht, ja, ganz nett ist das nicht, aber ich habe gedacht, wenn das der Reto schreibt, der Websell ist ja einer, der sich im Bett bewegt und selber Sau noch etwas heisst. Also haben wir das eigentlich gut aufgeräumt und haben mir dann auch überlegt, was ich mache und haben gedacht, ich mache gerade ein neues Logo und habe jetzt da halt Websell gemacht. Und wenn ich gedacht habe, der Reto ist auch jemand im Web unterwegs und der Kiesau ist er ja auch. Ich habe auch zwei Nummern grösser. Gut. Also jetzt sind wir so. Genau, jetzt sind wir. Gut, also. Jetzt aber zum eigentlichen Thema. Wer da drin hat schon mal ein Social Media Projekt gemacht? Ich sage extra Projekt, weil im Social Media Bereich gibt es im Prinzip keine Kampagne, weil das ist nie fertig. Wenn ich etwas Social Media mäßiges mache, dann habe ich am Schluss noch eine Followerschaft, eine Gruppe, Fans, eine Community, das bleibt also, das hört nicht wieder auf. Wer da drin hat schon mal etwas in dieser Art gemacht? Zwei, drei. Es gibt ein paar, die Erfahrungen haben. Was für Instrumente haben Sie dort eingesetzt? Patrick? Facebook. Hat nicht jemand aufgeschreckt, ja. Ein Blog? Google? Ja. Okay. Es gibt schon Leute, die etwas gemacht haben, allerdings noch recht wenig. Ich bin vor etwa 5 Jahren so ein bisschen am Punkt gewesen, wo das 1.0 eigentlich den Webschaffenden anders ziemlich auf
der Weg gegangen ist. Es hat nichts mehr Neues gegeben. Es hat jeder können über Design reden, das ist ja so schlimm für Designer, weil da hat jeder eine Ahnung. Wenn man dort ein Redesign gemacht hat vor 5-6 Jahren, dann hat man nicht die beste Agentur oder so gesucht, dann hat man ein CMS gesucht. Das ist heute mehr oder weniger egal, sage ich mal, schlussendlich gibt es eine Open Source oder nicht. Aber es geht eigentlich nicht mehr darum, dass man genau das CMS sucht und nachher die Agentur, sondern man sucht sich die Agentur aus und die hat dann halt irgendein CMS dahinter. Dann ist die ganze Bannerzeit gekommen, das ist mein Lieblingsthema, das weiss der Reto auch. Ich habe gerade kürzlich darüber geblockt, dass im 2007 haben 32% der User, das ist eine Comscore-Studie, 32% der User haben überhaupt noch auf Banner geklickt. Heute sind es noch 16% und 8% machen 85% der Klicks aus. Das heisst, eigentlich sind nur noch 8% der Menschen, die im Internet umschwirren, klicken auf Banner drauf. Also klickt wird nicht mehr auf Banner oder fast nicht mehr. Klar, Banner sind heute mittlerweile wie Zeitungsinserat, was ja eigentlich nicht der ursprüngliche Sinn von Banner ist. Also auch so ein Instrument, das halt irgendwo ein bisschen ausdienen ist, obwohl es immer noch recht viele Firmen gibt, die sehr viel Geld damit verdienen. Und dann Verzeichnis, das kennen wir auch noch, Local.ch, Gate24 und so weiter. Da hat man sich ein Verzeichnis eingetragen und wenn man dann zum Koffer wollen hat, dann hat man dann auf Local gesucht und den dann dort auch lokal gefunden. Dann ist Social Media und Web 2.0 gekommen, das war eine neue Zeit gewesen, wo wieder neue Instrumente zur Verfügung gestanden sind. Es ist alles komplett neu, dass vorher so wenig aufgestreckt haben, das überrascht mich auch nicht. Es gibt auch noch keine grosse Literatur über das Thema. Es ist alles wirklich noch in den Kinderschuhen, USA ein bisschen vor uns. Für uns war es natürlich das Fest, dass das gekommen ist. Social Media was und die Werbung da drin. Ich schaue zuerst ganz kurz das Portools anschauen, was es gibt, dass wir dort mal alle auf dem gleichen Stand sind. Ich kann aber nicht in jedes Detail eingehen, also ich will nicht im Detail erklären, wie was funktioniert. Aber ich denke, also in dem Rahmen ist das Know-how relativ breit vorhanden. Wir gehen jetzt noch in den nächsten anderthalb Stunden auf jedes einzelne Netzwerk hin. Nein, ich gehe kurz dringend um, so ein bisschen Wikis ist sicher etwas, was jeder kennt. Social Bookmarks, das ist dort, wo man seine Bookmarks, seine Favorites abspeichert, aber eben online und eben bei sich im Browser rein. Die ganze Blog-Geschichte, die ganze Blogosphäre, das ist sicher ein grosser Teil in dem Social Media, auch etwas, was schon sehr lange besteht. Micromedia, Twitter, das haben wir jetzt vorher gesehen, da sind ein paar Leute dabei. Dann gibt es mittlerweile Twitter-Tools, hunderte von Tools, die an Twitter auch nicht programmiert werden. Also sagt allein ist das so ein Blöterli wert. Dann natürlich Social Network, Facebook, MySpace, aber dann halt auch die professionelleren. Und ich bin heute neben dem gesessen von Xing, der hat dann ein bisschen über LinkedIn erzählt. Im selben Bereich und dann natürlich so einer der grossen YouTube im Videobereich. Da gibt es aber mittlerweile auch ein paar, ja, vielleicht nicht gerade ein paar Dutzend, aber sicher ein Dutzend, die man muss beachten muss. Auch bei uns da. So wie das. Und jetzt ist die Frage, wer nutzt das überhaupt? Natürlich ist anderes, nützt mir nichts, wenn ich in einem Bereich werbe oder Marketing betreibe, wenn noch kein Mensch drauf ist. Also die ganze Platte, die wir gesehen haben, die muss natürlich auch genutzt werden. Wer ist auf Facebook? Genau, wer ist nicht auf Facebook? Okay. Einfach wollte ich fragen, wer ist auf Facebook und warum, aber wer ist nicht auf Facebook und warum? Argument drauf. Willst du das sagen, warum du nicht bist? Ich bin drauf, weil ich so viele Leute können. Wenn ihr wüsstet, dass ich die können, fände ich mich nicht cool. Definitiv. Und ich wollte auch nicht denen Leuten sagen, nein, du darfst nicht die mehr erfüllen sein. Das ist das Problem. Gut. Also da gibt's, es gibt Gründe, warum wir nicht auf dem Facebook sein soll. Viel sind es. Gibt es auch solche, die aus, sagen wir mal, halb professioneller Überlegungen auf Facebook drauf sind? Okay, schön. Gut. Das gehen wir raus. Ich habe ein paar Zahlen, einfach, dass man ein bisschen sieht, wie mächtig das Facebook ist und wie stark das eben wirklich auch genutzt wird. Ich meine, 200 Millionen aktive User, also zwei Drittel von denen, die drauf sind, die machen da drauf auch etwas. Und das sind Wahnsinnszahlen, da können wir vielleicht gerade so ein bisschen Parallelen raussuchen da rein. 200 Milliarden
Page Views pro Monat, was hat Search im Monat? Millionen Bilder? Ja, keine Ahnung. Rausgeschmissen worden. 50 Millionen, die haben 200 Milliarden, also die Zahlen könnte man nebeneinander nicht mal wirklich darstellen. Eine Suchanfrage, etwas, das immer mehr kommt, auch in anderen sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel Twitter. Es wird immer relevanter, in solchen Netzwerken Informationen zu suchen, weil ich dort Meinungen von Menschen habe. Wenn ich bei Google suche, und das ist auch das mit diesen Social Bookmarks, wenn ich bei Google suche, dann habe ich die Seiten zuoberst, die vielleicht von uns am besten optimiert worden sind und darum zuoberst erscheinen, aber nicht unbedingt eine persönliche Meinung. Und das finde ich eben in so einem Social Network. Also 100 Millionen an Anfragen pro Tag in dem kleinen Fensterli oben rechts, wo wahrscheinlich die meisten da drinnen noch beachtet haben. Das Facebook Connect ist etwas, das immer mehr kommt. Man hat es zum Beispiel auf Tillate drauf. Da kann ich mich dann einloggen über Facebook Connect auf Tillate, ohne dass ich dann einen zweiten Username und Passwort brauche. Dafür kann man nachher Tillate Informationen in mein Feed auf Facebook überschiessen. Das heisst, ich habe nachher dort Informationen von denen drin, was denen ihr Vorteil ist. Und das ist für mich eine wahnsinnige Zahl, da sind ja drauf 30'000 Server. Wir haben glaube 100 oder so. Ich kann mir echt nicht vorstellen, wenn ein Gebäude oder mehrere Gebäude aussehen, wo 30'000 Server drin sind. Und das vielleicht noch zum Schluss. Flickr ist ein Foto-Netzwerk, also ein Social Network für Bilder. Das hat 7 Milliarden Bilder drauf. Facebook hat 20 Milliarden Bilder drauf. Klar, natürlich nie in dieser Qualität, aber nur schon mal sieht, wie viele Leute das Bilder anlagen. Und während ich hier rede, kann ich mir schnell ausrechnen, wie viel das wäre. Ich kann es dann sein, aber es sind ein paar Dutzend Millionen Bilder werden in dieser Zeit, in dieser Stunde, die wir jetzt hier miteinander verbringen, werden dort Bilder auf das Facebook hochgeladen. Und das sind natürlich Sachen, die ich nicht nur hobbymäßig, sondern eben auch im professionellen Bereich nutzen kann. Jetzt nochmal eine andere Grafik, das ist der Gartner Hype Cycle, der IT Hype Cycle. Ich erkläre ganz kurz, um was es da drauf geht. Um ein bisschen zeigen, wie sich die Technologien entwickeln im Laufe der Zeit und ob sie sich überhaupt durchsetzen. Die Grafik hier ist aus dem Jahr 2005. Der Gartner Hype Cycle, da geht es los. Es wird irgendein Produkt, irgendeine Dienstleistung oder ein Dienst wird triggert. Also jetzt da zum Beispiel 4G. Oder? Da weiss man, haben wir im Anfang 05, hat man dort noch nicht viel darüber gewusst. Dann gibt es irgendeinen Hype. Und nachher geht das Ganze zusammen, desillusioniert. Das passiert mit praktisch jedem Produkt. Und da unten gehen dann auch die meisten raus. Also dort ist dann der Punkt angekommen, wo man entweder entscheidet, man braucht das weiter, oder es geht dann so ein bisschen durch das Enlightenment durch und ist dann irgendwann einmal ein produktives Instrument. Also ich sage jetzt mal das Telefon zum Beispiel, das ist irgendwann einmal da hinten raus. Jetzt im 2005 sehe ich da ganz deutlich, dass ich gerade mal Corporate Blogs und Wikis auf dieser Grafik drauf gehabt habe. Alles andere erscheint da noch nicht. Also wenn ich das Ganze durchschaue, fehlt eigentlich alles andere, wo wir heute davon reden. Jetzt, wenn ich das Ganze 5-4 Jahre später anschaue, dann geht es so viel los. Da unten jetzt zum Beispiel Video-Search ist jetzt ein Thema, also dass ich auf YouTube drauf dann im Film drin Informationen finde. Das ist etwas, was kommt, ist aber noch kein Hype. Wenn jetzt der Andreas Vogonter da wäre, würde er sich freuen, weil Cloud Computing ist im Moment ein riesen Hype. Das kennen wir wahrscheinlich auch mehr oder weniger. Microblogging, das nimmt Menschen wieder ein bisschen ab. Wir haben es Anfangs Jahr in der Schweiz da einen riesen Zuwachs auf Twitter erlebt. Das muss sich also noch zuerst beweisen. Online-Video, das gleiche Thema. Und was jetzt am Durchstarten ist und schon einmal wieder rauskommt, was vor 5 Jahren gar noch nicht drauf, vor 3-4 Jahren gar noch nicht drauf ist, ist Web 2.0. Social Network Analysis, das sind Firmen, die Netzwerk beobachten, schauen, was über sie geschrieben wird, also ein Clipping machen und so weiter. Also das ist etwas, was gemacht wird, Web 2.0 habe ich gesagt. Und Corporate Blogs und Wikis, die haben es geschafft, oder? Die sind jetzt ein bisschen im Enlightenment drin und sollten nach dem Gartner Hype Cycle im nächsten Jahr wahrscheinlich, weil das sind relativ kurzfristige Durchläufe, sollten die dahin in die Produktivität reinpassen. Es zeigt auf, dass innerhalb von 4 Jahren, und wenn man das in der Automobilindustrie anschaut oder so, dann gehen natürlich so Entwicklungen nicht 2 bis 5 Jahre, sondern dann geht das viel länger. Und dadurch läuft so ein Instrument innerhalb von 4 Jahren mehr oder weniger der ganze Hype. Also es wird eingesetzt und es wird immer mehr gebraucht. Um was geht es? Ist es Interruption Marketing? Das ist natürlich nicht Interruption Marketing, das kennen alle, wenn ihr Fernsehen schaut oder wenn ihr surft.
Ihr kommt einen Banner über oder ihr kommt Fernsehwerbung über, ihr könnt nichts dazu sagen. Das unterbricht euch. Ihr könnt nicht sagen, ich hätte das nächste Mal gerne mehr Ariel-Werbung in diesem Fernsehblock, sondern ihr kommt einfach alle miteinander, die dort vor dem Fernseher sitzen, genau die gleiche Werbung vom Kopf gerührt über. Und das ist das sogenannte Interruption Marketing. Das ist es nicht. Und was da geht, ist um das Attention Marketing. Da geht es darum, dass ich Aufmerksamkeit wecke, dass ich Leute kann begeistern von irgendeinem Inhalt und nicht nur die probieren über die Interruption-Mittel abzuholen. Im Gegenteil, das funktioniert recht schlecht. Ich zeige euch, der Red hat so gesagt, ich habe nie einen Flipchart gebraucht. Sie haben sogar einen Handy-Umrechter aufgestellt. Will ich noch nicht? Okay. Ich zeige schnell auf, wie sich das so entwickelt hat. 1.0. Das war irgendeine Firma. Egal. Ich sage jetzt nicht immer du bist, sondern wenn man irgendwie. Geberit hat irgendeine Abteilung, die Kommunikation macht. Die schreiben News auf ihre Seite raus und schiessen das sehr viele Leute, natürlich, weil sehr viele Leute auf die Seite kommen, schiessen das denen raus und da hinten ist fertig. Die können da nicht darauf reagieren. Also ich kann nicht sagen, das ist jetzt blöde News, ich kann auch nicht sagen, ich will es noch meinen Freund schicken, könnte ich theoretisch machen, könnte einen Link weiterschicken, das hat man früher noch gemacht. Heute schickt man, wenn es geht, keine E-Mail mehr um. Also es ist da fertig. Das ist eine klassische Einfach. Kommunikation ohne Reaktion. Der, der das geschrieben hat, ist ihnen unbekannt und der weiß auch nicht, ob die da außen wirklich interessiert oder nicht. Vielleicht bekannt das oder besucht zahlen, aber grundsätzlich ist es dann beim 2.0 oder eben dem Attention Marketing, da ist auch eine Firma und die Firma hat irgendeine Abteilung mit Leuten drin. Und. Verwaltung sein. Und die Leute, die kommunizieren jetzt, das sind Menschen mit Namen, die kommunizieren jetzt gegen außen. Nicht da, sagt da außen sind es 1000 da und da innen sind es irgendwie 100. Oder? Die kommunizieren da die. Und jetzt geht es darum, dass die natürlich nicht nur einweg kommunizieren, sondern sie können sich da auch wieder zurückmelden. Jetzt sagt jeder, das ist ja blöd, oder? Da habe ich 100 und da habe ich 1000. 100 Kilo natürlich. Da habe ich 100 und da habe ich 1000, das ist ja Blödsinn. Dann müsst ihr ja da unten 10 von denen haben, die oben einen, dass die oben einen können abdecken. Der Punkt da ist jetzt aber, das geht da weiter, weil jeder von denen, der das liest und interessant findet und sich da involvieren lassen, der erzählt das nachher weiter. Und jetzt geht das eigentlich los. Jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo dann die Attention auch funktioniert hat. Also der unten hat irgendetwas gebracht, das Relevanz hat, das interessiert, dass die nachher auch darüber anfangen zu diskutieren und er auch die Message weiterträgt. Und jetzt habe ich den Multiplikator, den wir kennen, eben dann auch virales Marketing. Wir haben so einen Social Media Funnel aufgebaut, der genau das beschreibt. Wo ich also oben anfange, auf mal das lesen, mit Relevanz und Aufmerksamkeit generieren. Ich sage es nicht, dass man im normalen Marketing keine Relevanz muss haben. Das ist unumstritten, das muss auch dort gegeben sein. Aber da passiert dann einfach nichts. Also wenn das da irrelevant ist, was die da erzählen, dann sind es 3 und da außen ist es niemand. Das sieht man es, aber das wird man nicht weiterfahren. Also ich muss irgendetwas mit Nutzen generieren und dann muss ich anfangen, die Leute zu engagieren, die einzubeziehen. Also ich muss anfangen, mit denen da Beziehungen aufbauen. Und jetzt fängt es eigentlich an. Und jetzt stehen Beziehungen zwischen Menschen. Der heisst irgendwie und die fangen da miteinander zu schnurren. Der ist nicht unbedingt ein Fan von der Firma dahin, sondern der ist in erster Linie mal ein Fan, der hat immer blöden Freund, der hat noch viel blöder, aber die kennen den anderen auf jeden Fall und die fangen da miteinander zu diskutieren und der weiss dann irgendwann mal da draussen, dass wenn der etwas sagt zu dem Thema, das die Firma dahin dran macht, dass der Kapazität ist und dann entstehen die Beziehungen. Wenn ich die Beziehungen mal habe, ich meine, das kennt jeder, der verkauft im Sinn, das kennt das auch, ich gehe in eine Firma, fange mal mit dem Einkäufer diskutieren und irgendwann sind wir auf der gleichen Wellenlänge. Und dann habe ich das da erreicht und nachher gehe ich nachher wieder zurück, treffe einen Kollegen und erzähle dem nachher, heute habe ich ein super Gespräch gehabt mit dem und dem, ein super Produkt und so funktioniert das da natürlich genau gleich, einfach halt in der sozialen Welt. Also ich habe die engaged und dann fange ich an, drehe ich die Konversation gegen aussen, es geht dann weiter. Das kann für Twitter ein Retweet sein, also ich schicke einen Tweet eben eins weiter oder das kann sein, dass einer, wie ich es jetzt vorher erklärt habe, mit dem Sales mal rausgeht, dass einer halt irgendeine Empfehlung abgibt. Dass einer über etwas, was der da unten geschrieben hat, vielleicht auch noch da draußen wieder schreibt. Dass der das in seinem Facebook-Thread verlinkt, dass der vielleicht ein YouTube-Video kommentiert oder weiterschickt.
und so weiter und so fort. Und so komme ich am Schluss eine loyale Kundschaft oder Freundschaft über. Da kann ich auch noch etwas schreiben, das nicht so super interessant ist. Dann weiss ich nachher einfach, ich bin aus einem Bereich raus und die Firma, die da herstellt, die Kapazität. Und wenn ich dann irgendetwas dann draussen mal etwas braucht, dann weiss er ja noch, im Bereich jetzt, kann ich Notebooks, dann weiss er ja, hat mit dem Typ da von Dell hin und her gewittert, der hat eine Ahnung, dann fragt er den, kauft die Chance, dass er am Schluss ein Dell-Notebook hat, spielt ja viel grösser, als dass es dann nachher irgendwo zu einer anderen Firma geht und das nicht so gemacht. Gut. Also klar, es ist auch sehr eine emotionale Sache. Ehrlich und authentisch, das habe ich vorher gesagt, weil es sind Menschen, es sind nicht Firmen. News auf Firmen-Webpages drauf, die sind nicht emotionsgeladen. Die müssen auch nicht kritische oder persönliche Meinungen drin haben, das sind einfach Statements, die man rausschreibt, zum Informieren. Das ist natürlich bei sonnigen Kommunikationswegen nie der Fall. Dann muss ich es, wie wir es vorher gesehen haben, ich muss probieren, die Leute einzubinden, ich muss schauen, dass sie mitmachen und ich muss schauen, dass die das verbreiten. Das ist viel, viel schwieriger, weil da kann ich es rausschiessen. Und was passiert ist, mir im Prinzip am Schluss mehr oder weniger egal. Es darf natürlich keine negativen Reaktionen geben. Das ist natürlich da unten viel härter. Wenn ich twittere wie ein Wahnsinniger und es folgt mir nie einen und es retweetet nie einen irgendetwas, was ich rausschreibe, dann habe ich irgendwann schon mal ein persönliches Problem. Und das sind Menschen, die man kennt. Das ist auch gefährlich. Wenn ich jetzt zum Beispiel geschrieben hätte auf Twitter am Reto, kannst du doch nicht mehr Websau sagen am Internet-Briefing, dann hätten das nachher, was auch nicht, ein paar hundert Leute gelesen. Der Redner hat aber ein Problem gehabt, dass er das etwas rechtfertigen musste. Da muss ich auch also aufpassen, was ich schreibe. Ich rufe also dann in dem Fall geschieht schnell an. Das habe ich aber nicht gemacht. Also man muss schauen, was man rausschreibt. Weil man kann natürlich das auch mit einem, man kann es dann auch mit einem versichern und der ist dann am Schluss nicht mehr sein Follower oder nicht mehr, im schlimmsten Fall sogar nicht mehr sein Freund, wenn man dann halt losgeschickt. Und dann kommen wir ein bisschen rein, dann geht es ein bisschen richtig Personal Reputation. Das ist ein Thema, wo wir das ganze Internetbriefing füllen damit zum Thema Social Media. Einer, der das super im Griff hatte, seine persönliche Reputation auszubauen, ist der Mike Tyson. Und zwar nicht beim Boxen, sondern dort, wo er an meinem anderen Holyfield das Ohr abgebissen hat. Das ist etwas, was bei Leuten geblieben ist. Also ich denke jetzt mal, meine Generation, die weiss es vielleicht noch knapp, dass der Mike Tyson mal sehr gut geboxt hat und so einen Bruno oder so in 12 Sekunden auf Bretter geschickt hat. Aber die, die jetzt nachkommen, so, ich sage mal die 15-, 20-Jährigen, die haben das nicht im Kopf. Also mit dem sein Brand, dem seine Identifikation, die ist gemacht. Und das ist natürlich etwas, was ich muss in den ganzen sozialen Netzwerken auch beachten, als Firma, aber auch als Privatperson. Also gerade jetzt, wenn ich die Person da unten bin, als Beispiel da, das ist natürlich ein kleiner, ich könnte Peer Steinbrück pausenlos die Fresse polieren. Das kann schon sein, oder, dass man das könnte. Wenn ich jetzt aber in so eine Gruppe beitrete, ich nehme die nächste Mur, die ist gerade bei der SP, oder? Also ich bin in dieser Gruppe, Esther Maurer muss weg und ich gehe jetzt zu einer Firma her und die Marketingverantwortliche, die ich meistens mit rede, die ist bei der SP und ich bin in dieser Gruppe rein, da ist wahrscheinlich die Chance relativ klein, dass wir das Wasser auf der gleichen Wellenlänge haben, oder wie sagt man? Und vor allem wird sie mich wahrscheinlich nicht super so finden. Wir haben zum Beispiel unseren Verkaufsleiter, der hat das SUV und wenn sich da einer vorstellen kann, der nachher in einer Gruppe ist, dann werden es wahrscheinlich auch die dicksten Freunde sein von Anfang an. Also, da muss ich ein bisschen aufpassen. Noch schlimmer wird es dann, wenn ich so Bilder da oben habe, wo ich irgendwie in Alkoholpartys und Kiff vorgehe, mich fotografieren lasse und das dann aufs Web raufkommt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass das heute immer mehr ein Problem ist und immer mehr ein Issue, wo man auch als HR-Verantwortlicher muss damit sich auseinandersetzen. Früher unsere Eltern, also meine nicht, aber die haben wahrscheinlich mal über den Tisch getrunken und die haben sicher auch mal eins geraucht gehabt. Die haben sich dort einfach noch nicht fotografieren lassen, vielleicht haben sie es, aber es ist noch nicht im Weg gekommen. Heute sieht man halt so Sachen. Und heute muss man schauen, wie man mit so etwas umgeht. Das ist ein neuer Punkt, das ist sicher ein Thema, das wir nachher separat auffassen. Und dann der nächste Punkt ist Qualität versus Quantität. Also wie viel Freunde, wie viele Followers, wie viele Posts und so weiter habe ich und wie gut müssen die sein. Wir haben das von der Suchmaschinenoptimierung her, ist das bei uns immer ein Thema. Da gibt es Kunden, die kommen und sagen, wir wollen möglichst viele Keywords optimiert haben. Und andere sagen, wir wollen die richtigen. Beispiel ein Wellness-Hotel im Bündnerland. Jetzt könnte man entweder ein Hotel optimieren, oder? Dann hat der super viele Besucher auf dieser Webseite drauf, wenn man es dann aufbringt.
Aber die Qualität ist natürlich schlecht, weil wenn einer in Genf wohnt und im Hotel sucht, geht er sicher nicht ins Bündnerland ins Wellness, oder in der Regel nicht. Man wird vielleicht höchstens ins Berner Oberland fahren. Also optimiert man vielleicht halt eher etwas im Stil von Wellness Hotel Graubünden und hat dann genau den auf der Seite drauf, wo das Angebot dann auch braucht und die Chance grösser ist als ein Buch. Darum meine Frage, was ist eure Strategie? So ein bisschen, Markus, sag mal deine Follower-Strategie, jetzt gerade mal bei Twitter zum Beispiel. Ich habe aufgegeben, das für eine Strategie zu fahren. Wenn ihr einen followt, dann folge ich ihm auch, wenn er halbwegs vernünftig ist. Okay. Dann folge ich ihm aus guter Sympathie, was nicht heisst, dass ich nicht auf Twitter verweise. Ja. Aber das wäre das Zeichen von mir. Okay. Aber ich habe keine, also als Person habe keine Strategie, aber auch Firma-Account und Projekt tun wie mir manchmal unterwegs. Ja. Gibt es jemanden, der sucht, also wo dann auf Twitter Search geht und sich Leute sucht, die zu Themen schreiben und dann denen folgt? Ja, das habe ich schon mal gemacht, zum Beispiel halt mehr von euch und so Geschichten. Und ja, am Schluss hast du dann einfach völlig heterogene Geschichten, also die Leute, die sich dafür verhalten, mehr von euch interessiert, damit sie nachher gefolgt haben. Was sollt ihr, wenn ich auf Schweizerdeutsch irgendetwas also, es hat mir wahnsinnig viel erfolgt, aber sicher bleibt ein paar Hunger. Okay. Und ich habe so, das klingt auch super, ich habe den Weisen, ich habe es eben wie der Markus, ich mache das auch nicht unbedingt. Ich glaube einfach, man kann 150 Leute, ich weiß nicht, ob es privat auch der Fall ist, aber ich glaube, mit 150 Leuten kann man eine soziale Beziehung haben, auf Netzwerk drauf. Klar, die kennen wir nicht super gut, aber ich kann mich wenigstens so erinnern, okay, das ist der und ich weiß vielleicht noch, Firma, die ich arbeite, oder ich weiss vielleicht noch das Hobby von. Also nicht eine sehr grosse Anzahl von Menschen. Viel wichtiger ist dann, und das kommt wieder da unten raus, wenn ich folge. Also ich folge lieber einen, der da außen auch wieder 150 Gute hat. Und wenn der etwas über mich erzählt, was ich da unten gesagt habe, dass ich nachher besser ausbreite. Also ich habe einen, der allen Mist folgt, was es gibt. Wenn du sagst, in der Schweiz haben wir, oder im deutschsprachigen Raum haben wir das Problem, auch mit der Sprache. Also wenn ihr einen Haufen Amerikaner folgt, dann haben die relativ wenig davon, dass das Zeug gar nicht können lesen können, was ich schreibe. Also es geht eher darum, dass ihr eine gute Handvoll Leute habt, eher die richtigen, und mit denen dann auch die guten Beziehungen kann aufbauen. Das ist aber meine Devise, ne? Das muss überhaupt nicht sakrosankt. Und dann ist immer noch das Thema, das ist eine Folie, die bringe ich noch schnell. Funktioniert Social Media Marketing auch im B2B-Bereich? Ist jemand da, der das beantworten kann? Also hat jemand schon mal etwas gemacht, wo er gemerkt hat, dass es geht? Ja. Also wir haben einen Kontoblock gebaut für die Swisscom Gross. Ja. Und das funktioniert? Ja, das funktioniert. Ja. Also ich denke, Bloggen ist gerade für den B2B-Bereich ein interessantes Thema. Was ich noch glaube, ist, dass und nachher noch, wir arbeiten für Black Sox, kommt nachher noch ein Case, der kommt, darum bringe ich jetzt den auch gerade. Das haben wir Lichti, der hat 70'000 aktive Kunden. Also ein riesen Blatter. Von denen kennt er vielleicht das halbes Prozent, also er kennt praktisch niemand. Das heißt, er kommt auch keine Informationen von denen über. Plus, die wissen untereinander gar nicht, dass das andere Kunden sind. Jetzt gibt es mittlerweile Firmen, die Plattformen aufbauen für ihre Kunden, wo alle Kunden dann draufkommen. Und das sind dann natürlich nicht 70'000, sondern das sind im B2B-Bereich. Das sind dann vielleicht 200-300. Und dort drauf gibt es dann, also ich kann das Beispiel SAP. Gut, SAP ist wieder viel zu gross, aber das wäre so ein Thema. Und dort drauf könnt ihr natürlich Informationen haben zu SAP. Die können sich austauschen, und wenn sie Fragen haben. Die müssen dann vielleicht nicht jedes Mal den Support anfragen, sondern können auch einmal etwas hier schicken. Und drauf kommen sie, weil die Beziehung viel besser ist. Also der Sales Guy bei SAP, der kennt seine 30 Kunden und bringt die dort drauf auf. Und so hat er natürlich auch wieder einen neuen Kanal, wo er darüber kommunizieren kann. Plus die Firma hinten dran, das ist vor allem interessant. Beobachtet das so ein bisschen von außen, was auf dieser Plattform drauf läuft, und hat auch wieder Inputs, was an Produkten verbessert werden kann und so weiter. Was natürlich oben nicht der Fall ist. Also der Licht, ich kann nicht eine Facebook-Gruppe machen und da kommen 70'000 drauf. Da kommen vielleicht 200 drauf und das sind die er sowieso schon kennt. Und auch die werden sich nicht gross darüber austauschen, weil Socken nun mal jetzt einfach nicht ein grosses Thema.
sind. Aber in so einem Bereich funktioniert das sehr gut. Also Social Media im B2B-Bereich funktioniert meiner Meinung nach in gewissen Nischen sogar noch viel besser als im B2C-Bereich. Gut, jetzt komme ich mit einer Behauptung. Social Media ist sehr schwer und jetzt haben wir das beim letzten Mal. Wer letztes Mal da war, der weiss, dass in einem Movie muss ein Ungleichgewicht bestehen. Das ist zwar ein Gleichgewicht, aber ich glaube, das bricht mir jetzt noch nicht ganz rad ab. Warum gibt es kaum Social Media Projekte? Also wir haben es am Anfang angeschaut. Warum sehen wir das nicht viel mehr bei uns in der Schweiz? Und ich habe 5 Punkte, die ich alle erlebe, wenn ich bei Kunden bin, wo ich merke, dass es an den Hürden sind. Das erste ist die Erfolgsgarantie. Wenn ich der Marketingleiter bin und eine Banner-Aktion schalte, dann kann ich nachher dann zahle ich 100.000 Franken oder 10.000 Franken. Und am Morgen gehe ich zum Chef ins Büro und sage, schau Chef, geh auf 20 Minuten, da oben leuchtet uns das Banner. Dann steht zufrieden, ich bin zufrieden, wir wissen, wie viel das Klickrate sind, wir wissen, wie viel das anschauen, also ist ganz klar, was das Outcome ist. Das ist natürlich bei Social Media nicht so. Bei Social Media, das ist der zweite Teil, ist alles langfristig. Also ich weiss jetzt nicht, wie schnell das der Blog zum Beispiel RSS-Abonnenten gibt, wie schnell das der Blog überhaupt gelesen wird, wie schnell wird auf so einem Blog überhaupt kommentiert, das weiss ich nicht. Und wenn ich es nicht super gut mache, dann kommt vielleicht gar niemand drauf, also kann es ganz ein guter Rohrkrepier werden. Was dann die kritische Masse ist, ist dann die nächste Frage. Das kann man vorher nicht beantworten, bevor man nicht weiss, dass sie überschritten wird. Ich kann nicht sagen, dass 200 Leser jetzt auf einem Blog die kritische Masse ist und dann fängt der so ein bisschen an laufen und dann fängt die Vermehrung an, die man nachher anschaut. Das kann man nicht sagen. Also nochmal ein Punkt, der ungewiss ist. Dann Disziplinen. Ein AdWords-Schalter zum Beispiel, da brauche ich den Marketingverantwortlich und vielleicht jemand, der schreibt. Das sind so zwei Disziplinen und dann kann ich AdWords schalten. Klar muss man das Tool verstehen, das ist sicher nicht einfach und sehr viel machen das natürlich auch Agenturen. Also, weil man sich das Know-how dann vor allem für Tool in-house nicht anlacht. Aber wenn ich eine Social-Media-Kampagne mache, dann brauche ich auch den Marketingleiter, den Text, den brauche ich sowieso. Dann brauche ich irgendjemanden, der grafische Ahnung hat, also mindestens fotografieren kann und vielleicht noch einen, der kann designen. Dann gibt es vielleicht noch einen Movie dazu, so wie wir das heute machen. Nur schon das Thema, das wir das letzte Mal angeschaut haben, bis du das schon im Griff hast, mit dem Ton und so weiter. Ich hoffe, man hat es heute im Griff. Das ist ein riesiger Punkt. Und dann brauche ich Programmierer. Und das ist ja nicht ein Programmierer auf einem CMS, sondern ist ein Programmierer, der keine WordPress-Ahnung hat. Der muss vielleicht eine Facebook-Applikation können entwickeln oder eine Microsite, muss er auch noch können machen. Also viel grösseren Bereich von Skills, wo so ein Projekt braucht. Die Grenzen. Wir haben, schauen wir nachher auch noch, eine Facebook-Applikation gemacht, die eigentlich für die Schweiz und Österreich gedacht war. Das war nur in Deutsch und Französisch. Und das hat Mazedonier gewonnen, von Mazedonien, oder? Der hat doch Deutsch können und darum kann er natürlich da auch mitmachen. Also auch Games, die man macht, da kann man nicht sagen, bleiben die in der Schweiz und hören die noch bei den Grenzen auf. AdWords kann ich sagen, Kanton Zürich, ich glaube, fast sogar noch weiter runterbrechen und weiter aus Versen da zeigt, das wandert halt auch über Grenzen aus. Und dann der letzte, und das ist sicher der kniffligste Punkt, ist die Idee. Das sind Werbeagenturen natürlich gefragt. Die Werbeagenturen haben meistens die Kompetenz im Social Media Bereich nicht. In der Schweiz ganz wenig, ich glaube in Deutschland gibt es sicher mehr. Ich letztens mit Markus haben wir das diskutiert gehabt. Dass ich eine gute Idee habe, letztes Mal haben wir auch gehabt, Video, da hat jemand gesagt, nicht, dass du raus bist. Die Idee, die haben wir auch in der Firma rein. Oder für ein gutes Video. Das ist natürlich, also wenn ein Werber das hört, dann kehrt es ihm den Magen um. Wenn einer das hört, der Medias macht, auch. Dass das nachher funktioniert, dass die Idee nachher auch auf Anklang stößt und so etwas dann auch wirklich abgeht. Die Chance ist dann relativ klein, wenn man das in-house probiert zu machen. Und jetzt hoffe ich, dass nicht zu viel Marketingleiter da drin hat. Aber das ist der Punkt, warum die meisten von diesen Projekten scheitern. Weil der Marketingleiter Nerven oder den Mut nicht hat, das gegenüber seinem Chef durchzusetzen, weil er Angst hat, dass wenn es nicht funktioniert, dass er den Job kostet oder seine Reputation dahin ist. Also meistens scheitert es, das erleben wir viel, scheitert es dort. Alle finden es super, alle toll, okay, jetzt muss man dem Chef verkaufen und der Chef, von dem habe ich halt Angst und darum mache ich es dann auch gescheiter nicht und mache noch ein Jahr länger die Bannerwerbung, die der Chef also toll findet, wenn er jeden Morgen sein Notebook einschaut. Also Social Media Marketing ist ein Horror. Und dazu kommt noch, wir fangen an, Fremden zu vertrauen. Das haben wir gerade vorher gehört. Das ist gerade die erste Folge, wer folgt Fremden? Also der Markus und ich und alle, die twittern, die folgen nicht nur Leute, die es kennen. Wir haben kürzlich im Geschäft über unseren Blog eine Umfrage gemacht, das ist rausgekommen, dass auf Twitter
80% von denen, die man folgt, die campen nicht. Persönlich. Die campen dann auch keinen online und so weiter, aber die campen nicht. Aber wenn dort innen einer schreibt, HP Notebook, habe ich ein neues, weiß nicht, wie mein Ding heisst, gekauft, super Teil, dann glaube ich, dass er, oder wenn ich das nächste Mal ein Notebook habe, kommt mir das eher wieder in den Sinn, als wenn ich an einem Plakat mit einem Dell vorbeigefahren bin. Und darum ist der Punkt, man fängt an Fremden zu folgen und vor allem fängt man an, denen ihren Aussagen zu vertrauen. Jetzt, Gott sei Dank, und da haben wir so eine Studie gefunden von Universal McCain, die aufsehen, man kann es jetzt gut lesen, was einen motiviert, um seine Meinung in einem Social Network zu sharen. Also warum schreibe ich auf Twitter meine Meinung raus? Und positiv war dann, dass nur zwei von diesen 17 Aussagen, die man hier sieht, sind negativ. Und zwar erst am Punkt 5 da, Bad Personal Experience, das ist das. Es fängt an mit einer Good Personal Experience. An irgendjemandem, den ich kenne, der eine gute Erfahrung macht, und dann über einen Brand, der eine gute Qualität hat. Also ich kaufe irgendwie, zum Beispiel ich kaufe ein iPhone und schreibe ihnen super, es funktioniert gerade von Anfang an. Oder einem Freund, der etwas weiterempfiehlt. Also der Vorteil ist, oder das Schöne ist, auf Social Networks wird mehr Positives, also sehr, sehr viel mehr Positives als Negatives geschrieben. Das ist sehr oft eine Angst, die Firmen haben. Oh je, wenn wir einen Blog machen, dann kommen dann die ganz bösen Kommentare unten rein und so weiter. Das ist in dem Fall nicht der Case. Und dann nochmal eine Disziplin, die habe ich vorher gar nicht drin gehabt, das ist das Community Management. Wenn das läuft, und darum habe ich vorher gesagt, es sind Projekte und nicht Kampagnen, wenn ich mal eine Community habe, habe mal einen Twitter-Stream, ich habe mal meinen Blog aufgesetzt und so weiter, dann muss ich natürlich anfangen, das zu bewirtschaften, ich muss das anfangen zu pflegen, ich muss schauen, was schreiben andere in dem Bereich hinein. Ich muss schauen, was schreiben sie über mich, ich muss das dementieren, muss das mitkommentieren und so weiter und so fort. Also nochmal eine Art, die schlussendlich dazu kommt. Gut, wer weiß, was für ein Konzert das war? Ich bin die Beatles. Also gut, wir bringen Besucher auf den Blog drauf. Jetzt geht nicht gerade halb nackt. Wir haben hier Grafik, ich komme nachher im Detail drauf, wenn wir es vorhin noch nicht sehen. Da geht es um irgendeine Plattform. Das kann zum Beispiel ein Blog sein, das kann aber auch eine Facebook-Applikation oder irgendein Wettbewerb oder auch irgendeine Microsite sein. Also das ist das Ziel, das ich die Leute herbringe. Und ich sage jetzt mal, ich wollte keine bezahlte Werbung machen. Alles gratis, was man da drauf hat. Das Einzige, was braucht, ist Zeit. Fangen wir an, kommt zwingend um, Twitter. Twitter stellvertretend für alle Microblogging. Tools. Wer da innen ist, außer auf Twitter noch auf einem anderen Microblogging-Service aktiv? Okay. Ich auch nicht. Identica ist das etwas, was man mal angelegt hat. Aber ich glaube, das kann man jetzt automatisch überfeiden von Twitter. Also, Microblogging. Sicher ein Bereich, wo ich so jeden x-Tweet wieder mal einen Link kann posten auf dem Blog drauf oder auf einer Applikation drauf. Das jetzt nicht übertrieben, weil sonst hören dann die Leute einem folgen. Dann Blogging und Foren. Es gibt immer noch Bereiche, wo sehr, sehr viel Foren sehr aktiv ist. Also auch dort, ich muss mich einbringen, ich kommentiere, setze wieder mal einen Link, mache es so bekannt. Dann Social Networks. Also jetzt Facebook ist ja schon fast ein bisschen Twitter, da der Newsfeed vorne, aber ich kann dort mal einen Link rein tun. Oder ich kann natürlich auch eine Applikation entwickeln, die vielleicht sogar einen viralen Charakter hat, wo dann so eine Plattform in der ersten Phase mal so richtig anschiebt. Dann die Social Bookmarks, wichtiger fast noch, oder schwieriger fast noch als etwas finden heute ist, dass man es wieder findet. Dann gibt es die Social Bookmarking Sites, wie zum Beispiel Delicious, wo ich meine Favorites drauf abspeichere, zusammen mit Tags. Also als Beispiel, da innen haben 100 auf Delicious Internetbriefing den Link abgespeichert mit dem Tag Internet, Erfahrungsgruppe und Zürich. Und wenn ich nachher drauf gehe auf die Plattform und irgendetwas in dem Bereich suche, dann sehe ich nachher den Link und sehe, dass Hunderte abgespeichert haben. Hat viel, viel die grössere Relevanz, als wenn ich Google auf Platz 1 bin, weil bei Google auf Platz 1 bin ich wieder, weil mich irgendjemand raufoptimiert hat oder weil ich halt eine grosse Seite habe. Aber da haben 100 Leute gehabt, das ist ein wertvoller Link zu diesen Themen. Dann Search-Bereich, das ist immer noch etwas. Google findet zum Beispiel Blogs super sexy, das sehen wir nachher gerade. Und dann der ganze Bilder-, Video- und so weiter Bereich. Ich habe vor einem halben Jahr einen Post gemacht, einen Videopost. Der ist einer meiner ersten, der war nicht wirklich gut gewesen. Zum Thema SEO-Betrug. Da hat einer im Bereich so Umstellungsoptimierung Betrug durchgegeben. Und
nicht in uns auf den Blog drauf, da, aber nicht integriert, sondern erst von YouTube gekommen. Das heißt, ich habe ein Video auf YouTube gehabt, dann sagen wir, dann quasi ein Mashup und habe dann nachher nur bei mir drin angezeigt. Das gibt natürlich allen anderen, die das interessant finden, wieder die Möglichkeit, das Video auch wieder bei sich im Blog einzubinden. Was passiert ist, wir haben irgendwo rund 100 Kommentare gehabt, das ist schon recht abgegangen, und etwa 20 andere Blogs haben das Video wieder genommen, bei sich eingebunden. Das ist absolut kein Problem, das finde ich natürlich vor allem super. Und haben ihren eigenen Kommentar, ihren eigenen Text dazu geschrieben. Dort hat es natürlich wieder Besucher generiert und ich habe wieder Views auf dem Video drauf. Und nur weil es halt nicht einfach bei mir auf dem Blog drauf kommt, sondern weil es halt irgendwo auf einer Plattform liegt, sei es jetzt Vimeo, YouTube oder was auch immer. Gut. Woher kommen wie viele? Das ist jetzt so ein Blog, das ist völlig nicht repräsentativ. Es ist ein Blog. Ich würde mal sagen, es sieht zwar auf den meisten Blogs so aus, aber wenn wir jetzt das vorher die Grafik angeschaut haben, mit denen, es kann ein Wettbewerb oder ein Microsite sein, dann sieht das natürlich anders aus. Aber auch, dass man eine Idee kommt, der Redner hat gesagt, dass wir Fakten bringen, jetzt habe ich noch wieder ein paar Fakten. 61% kommen von YouTube, von Google. Also man könnte fast sagen, alle anderen Quellen könnte man vernachlässigen. Ich habe 60% von Microblogging. Warum habe ich die? Das ist nicht, weil irgendein Firmenaccount oben raus gewittert. Einer, der INM heisst und raushält, das gibt es zwar auch, aber sind Menschen, jetzt in unserem Fall vielleicht 4 oder 5, wo halt mal so einen Post, über so einen Post tweeten. Also das ist der Grund, warum wir dort 6% eine relativ grosse Zahl aus dem Microblogging-Bereich aus haben. 4% aus Social Networks, das ist vor allem Videos, das kann man natürlich sehr schön integrieren auf Facebook beispielsweise, wo man dann sogar in Facebook drin den Video noch anschauen kann, dass man nicht mal Zeit muss verlassen. Social Bookmarks kann mal 1%, immerhin. Andere Blogs 3% und YouTube selber 1%. Noch so ein bisschen halb Social, das habe ich einfach noch gebracht zum Thema, wie kann man Werbung machen in sozialen Netzwerken. Ich finde es wirklich ein halb Social, darum habe ich das angeschrieben, das ist Facebook-Werbung. Facebook-Werbung kann ich ein Bild, einen Text und einen Link dazu tun. Also es ist ein bisschen wie ein AdWord, einfach mit Bild. Funktioniert nachher auch entweder nach Anzahl Impressionen, Einblendungen oder nach Anzahl Klicks. Blöd ist natürlich, wenn ich so ein Bild rein tue, weil da kenne ich nicht einmal etwas drauf. Passt da zieht natürlich viel mehr. Das Handy kaputt, das iPhone, das ist sicher schon vielen passiert. Ich sehe das, muss den Text auch nicht lesen. Sicher ein Vorteil gegenüber AdWords. Was Facebook dann angefangen hat zu machen, und das finde ich nicht ganz super. Ich habe einen Freund auf Facebook, den Lukas Stuber, den kennt ihr auch. Der ist Fan von Geschenkideen und da dran ist der Flugzeugtrolli. Von der Swiss, was verkauft. Jetzt, wenn ich das anschaue, dann steht rechts rein, habe ich das Gefühl, okay, der Lukas empfiehlt mir jetzt den Swiss Air Trolley. Macht er aber nicht, er ist einfach in der Gruppe Geschenkidee und das ist irgendwie eine Geschenkidee. Facebook matcht das zusammen. Ich schaue rüber, weil ich seinen Kopf sehe, nicht weil ich den Trolley sehe, fahre runter, sehe den Trolley und der Effekt ist natürlich viel grösser. Was vielleicht da noch ganz kurz dazu kann sagen, Klickraten, die sind so wie ich das sehe, geht das noch nicht schlecht wie bei Banner. Was viel, viel tiefer ist, CKP, der 1000er Kontaktpreis, komme ich mit unter einem Franken, komme ich für 1000 Einblendungen von so einem Ad, komme ich durch. Also ich habe bis zu iPhone-Applikationen laufen, seit Monaten und wir sind vielleicht bei 500 Franken angelangt oder so. Also das generiert wirklich keine grosse Kosten. Und wie hast du verkauft? Verkaufe ich natürlich nicht gerade so. Das kann man nicht gerade eine iPhone-Applikation bestellen. aber wir haben Anfragen. Schwierig ist dann zu sagen, welche kommt jetzt genau von der Ethischen. Ich weiss, dass der Sammy Lichti bei Black Sox macht. Und dort ist es, er sagt, eine Decke kostet, also er macht Profit. Okay. Mit der Werbemethode. Ja. Ich habe eine Erfahrung mit Facebook-Adwords. Ich habe eine lange Adwords von Google. Und meine Erfahrung, dass ich von Nischen-Bereich Superfood, also verkauft für Produkte, die speziell sind. Und hier war ich gesagt, dass Facebook eigentlich nur Käufer gegangen sind. Und in der Google eigentlich sehr gut, dass wir einen schönen Start finden. Aber Facebook hingegen, eben so, für das Diskussionsform sehr oft gebraucht wird. Und wenn ich noch etwas in Umlauf stehe, geht man dann in die urbanische Google-Suchmaschine und findet es dann weiter. Oder? Und so ist man eigentlich auch wiederum neutral über die zweite Sache, oder die zweite Schiene, die eigentlich kommt. Also nur die Facebook-Suche. Okay, gut. Danke.
Gut, somit komme ich auch weg. Jetzt komme ich zu zwei Cases, die wir gemacht haben im Social Media Umfeld. Das eine war das Gentleman Game für Black Sox, schwarze Socken. Das Ziel war, dass man Business in den USA generiert. Hier in der Schweiz hat Black Sox eine Bekanntheitsgrad von 66%, fast 70% glaube ich sogar mittlerweile, das kennt jeder. Aber in den USA ist der unbekannt. Das Ziel war, in die USA zu kommen und irgendetwas Nachhaltiges zu generieren. Also etwas, das nicht, wenn die Kampagne fertig ist, hört. Die Erfahrung, die wir haben bis dahin hatten, ist, wir wussten, wie man so eine Community aufbaut. Wir haben virale Kampagnen gemacht und wir haben Technologien, Möglichkeiten, neue Technologien zu entwickeln, die es halt in dem ganzen Umfeld braucht. Das Thema Socken. Das ist traurig, oder? Wenn ich einen Blog mache über Socken, dann kann ich dreimal schreiben, dann ist der Blog wieder zu. Darum hat man sich überlegen, das ist der fünfte Punkt, den wir vorhin angeschaut haben, kreative Idee. Was mache ich jetzt mit Socken, dass es eben gleich wieder interessant wird? Dann ist man angegangen und hat sich überlegt, was für Menschen sind das, die das kaufen? Das sind so ein bisschen Manager, die haben gerne irgendwie schöne Uhren, die haben gerne schöne Anzüge, die haben vielleicht gerne schöne Autos und so weiter und sind so ein bisschen auf das Thema Gentleman gekommen. Und jetzt kann ich natürlich, wenn ich das Thema Gentleman bin, kann ich mal etwas über Socken schreiben und dann vielleicht mal über wie einfach dass das mit dem Suchabo funktioniert, schreiben und habe viel größeren Bereich. Also sind wir alle und dann das ganze Gentleman-Game getauft. Die Grafik zeigt auch, wie das funktioniert. Es gibt zwei Sachen, die auf dieser Facebook-Applikation drauf sein. Ich musste Leute einladen. Also ich muss zuerst, Facebook-Applikation ist klar. Oder nicht? Also Facebook-Applikation ist ein Stück Software, das ich auf Facebook installiere, damit ich es nachher nutzen kann. Das kann irgendwas sein, wo ich aber muss sagen, okay, das wollte ich, dass ich nachher überhaupt kann mitmachen kann. Das war komisch erklärt, aber ich glaube, Sie haben verstanden, was ich meine. Also. Und wenn ich die Applikation installiert habe bei mir, nicht auf dem Computer, das läuft irgendwo auf Facebook, dann habe ich angefangen, so Leute einladen, habe ich können. Und umso weiter, dass die Leute weg sind, umso mehr Punkte hat das gegeben. Und wenn die Leute nachher wieder Leute eingeladen haben, hat es mir wieder Punkte gegeben. Also habe ich möglichst meine Freunde in den USA und weiss ich, wo auf der Welt wollen einladen, um möglichst eine grosse Reichweite haben und habe nachher auch wählen, dass die wieder Leute einladen, weil man das auch wieder Punkte gegeben hat. Also der klassische virale Effekt auf Facebook funktioniert das sehr gut. Weil ich dort nicht die Self-Rate-Methode habe, wo ich eine E-Mail-Adresse von einem Freund muss angeben muss und nachher der andere, der es betreibt, auch noch gerade hat. Und dann da klicke ich einfach auf die Bildchen unten drauf von meinen Freunden und lade die nachher so. Das war der erste Teil von der Applikation. Oder vom Wettbewerb, muss man auch sagen. Der zweite war dann nachher die Frage zum Thema Gentleman. Das war so ein bisschen die Brücke, die man schlagen wollte zu dem Gentleman. Und dort sind so Knicke-Fragen drin gekommen. Es hat dann einen Faktor gegeben zu den Distanzen, die man gesammelt hat. Und so hat man dann sich seine Punkte. Parallel dazu haben wir ein Dashboard auf einem Blog aufgebaut. Wir haben einen WordPress-Blog gemacht, hat den aber noch nicht gerade als Blog deklariert, sondern hat dort ein Dashboard gemacht, wo ich nachher gesehen habe, wer sind meine Freunde, wie sind die positioniert. Wir hatten so eine Karte gehabt, wo man da so Lampenlichtmässig gesehen hat, wie so eine Nachtaufnahme, wo sind überall die Leute, die an dem Game mitgespielt haben. Also man hat dort dann eigentlich so ein Magnet machen, für so ein bisschen Freaks schauen, was läuft jetzt, wie bin ich gerankt, was muss ich noch sagen, was noch ein paar rein. Auf dem Blog drauf. Das Ziel war natürlich nachher, gewesen, dass der Blog super verlinkt wird, Google den schon kennt, schon PageRank oben hat, schon Besucher hat, wo man nachher quasi, wenn das Game vorbei ist, das ist ja dann irgendwann mal geändert, dass man dann schon ein bisschen warm gelaufen ist und schon eine Plattform hat, wo man anfangen kann bloggen. Zum Thema Gentleman. Das Ganze heisst ein Gentleman. So hat es ausgesehen, das war so ein bisschen die Applikation gewesen. Das kann man ein bisschen branden, man kann da ein bisschen Banner rein machen, man könnte ein bisschen einen Hintergrund machen. Das ist eins, sind nicht mehr verantwortlich, muss ich gerade sagen. Das war der Blog, der am Anfang eben das Dashboard war. Also es hat überhaupt dann nicht keine Posts drauf gehabt, was dann erst später losgegangen ist und was eben den nachhaltigen Teil betrifft. Was man natürlich gemacht hat, ist die Bladern, die ich vorhin gezeigt habe, mit all diesen Möglichkeiten, verlinkt und so weiter, unter anderem auch angefangen hat Twitter. Man hat heute etwa 6'000 Followers. Dann natürlich die englischsprachige Gruppe, die man abdecken kann, was nebenan noch maintained wird. Die Frage, was meint ihr, ist das, hat das funktioniert, oder? Was hat es für einen Benefit gehabt, wenn ich nicht gefunden habe? Genau, das ist... Wir können einen Butler für eine Woche, der irgendwie aus dem Backing-App-Blast gekommen ist.
Das ist nicht der erste Grund, warum ich glaube, dass das nicht unbedingt funktioniert. Die Idee ist zwar noch witzig. Am Anfang haben wir das noch glatt gefunden. Aber wer will schon eine Woche lang einen Butler bei sich in der Wohnung haben und irgendwie eine Zeitung geleitet oder so? Das ist nicht der Anreiz, es ist jetzt Fritz und es war noch etwas. Okay, also. Ich löse es auf. Es muss nicht alles funktionieren. Wir haben Facts. 800 Applikationen installiert. Gesehen haben die natürlich viel mehr. Ich glaube, sind viel mehr geworden, aber 800 haben sie schlussendlich installiert in zwei Monaten. Wenn Startmassen oder so ein bisschen das, was losschiebt, das sind 50 Leute, das war mehr oder weniger die DNM. Wir haben etwa 50 Visits auf dem Blog pro Tag, das ist natürlich recht wenig, und wir haben PR von PageRank, Google PageRank von 2. Wenn man das anschaut, PageRank finde ich gut, dann hat er wenigstens schon mal etwas, Google kennt die Seite. 800 Applikationen, das könnte lange theoretisch, hat es da aber nicht. Also die kritische Masse ist das definitiv nicht gewesen. Es hat nicht Peng gemacht und das Ding hat sich auf Amerika über verbreitet. Das wäre, wenn es jetzt rein schweizmäßig hätte müssen, sich verbreiten, hätte das funktioniert. Wir haben sehr hohe PR-Aufmerksamkeit bekommen, wie wir das ganze Game gemacht haben, hier in der Schweiz, aber natürlich nicht in den USA. Gut. Ich habe ein paar Zahlen jetzt da aus der Statistik heraus, die ich mitgenommen habe. Läuft so ein bisschen zum Vergleich, dass ihr seht, wie viel jetzt da was gebracht hat. Als Beispiel hier Newsletter. Er hat 70.000 Newsletter-Adressen. 60.000. Und die haben wir verschickt und probiert, die auf die Plattform drauf zu bringen. Das hat nicht funktioniert. Also ich konnte nicht aus dem Newsletter raus die Leute auf Facebook bringen. Jetzt kann man sagen, die sind vielleicht nicht alle auf Facebook. Ein schöner Teil wird sicher sein, auf Facebook bringen, dass die noch ein Internet mitmachen. Das hat nicht funktioniert. Wenn man aber schaut, was er da für Konversion hat, irgendwie 14% Konversionsrate, wenn er ein Newsletter verschickt, 6 bis 7 Mal mehr Umsatz als einmal da. Ein anderes Instrument, das wir erfolgreich einsetzen, ist Suchmaschinenoptimierung. Da haben wir irgendwie auf 6% Konversionsrate, natürlich auch sehr hoch, der grüne Teil ist immer ein Jahr vorne. Und dort haben wir natürlich auch können in amerikanischen Märkte übergehen. Also dort hat man jetzt das Ziel im nächsten Jahr, 12.000, 13.000 Besucher über die USA dann können zu generieren. Einfacher, weil ich dann genau weiß, wie das funktioniert. Das ist Twitter hier. Das kommt über Twitter rein. Das ist Konversionsrate 0,14%. Das ist ja immerhin so hoch wie Klickraten auf Banner. Und da wird doch etwas verkauft. Also jedes Mal, das ist so jeder vierte, fünfte Tweet, hat irgendeinen Link wieder auf ein Angebot drauf. Bringt wieder Umsatz. So, dass sich das Betreiben bis jetzt auf jeden Fall gelohnt hat. Das ist natürlich nicht fertig, weil die Followerschaft ist erst am Aufbau. Die Learnings, die wir daraus gezogen haben, keine Community. Das ist auch ein das Problem, wir haben keine gehabt am Anfang. Also wir früher müssen anfangen. Das ist natürlich immer bei so einem Projekt, dann und dann muss es online gehen, wir müssen das ein halbes Jahr vorlaufen, um so etwas aufzubauen. Also etwas, was ich jedem empfehle, wenn er mit irgendeinem Wettbewerb online geht, sicher ein halbes Jahr Zeit nehmen, um seinen Twitter-Account aufzubauen, seine Facebook-Gruppe und so weiter und so fort. Da gibt es aber auch, dass man es kaufen kann. Ich behaupte zum Beispiel, dass es auf YouTube praktisch kein virales Video gibt. Das soll ich mal wirklich viral läuft, so abgehen, ohne dass man irgendetwas dazu beiträgt. In den Minuten sind es glaube 60 Giga, die auf YouTube hochgeladen sind. Ist das 60 Giga, die in den Minuten aufgeladen werden auf YouTube. So ein YouTube-Movie hat vielleicht 10 Mega im Schnitt. Also die Chance praktisch gleich null, dass es überhaupt jemand sieht, dass ich etwas auflade. Da gibt es aber mittlerweile auch die Möglichkeit, dass man so etwas abkurbelt. Wenn man in den ersten 48 Stunden bei YouTube auf die Startseite kommt, braucht man etwa 50 bis 100.000 Views, dann ist die Chance relativ gross, dass er nachher wirklich viral abgeht. Wenn er gut ist, ich glaube sogar auch, wenn er schlecht ist, weil man erlebt es immer wieder, man schaut ein schlechtes Video und denkt, oh, das ist genau die Message von dem Ding, wo ich irgendetwas verpasst und dann schaut man sogar gerade nochmal. Also solche könnte man abgehen, wenn es nur wirklich selber sind. Also das meine ich mit der Community kaufen. Muss man sich das überlegen. Da hätte man zum Beispiel etwas können machen mit seinen Kunden, wenn man denen irgendeinen Benefit geben, dass der denen mitgemacht hat, das meine ich mit Kauf, dann hätte das sicher eine größere Startmasse gegeben. Dann ist es viel zu komplex gewesen. Das Einladen, das hat gut funktioniert, das war überhaupt kein Thema gewesen. Es hätte aber, wenn jetzt auch bei dem so lang, das Thema nachher mit Knickefragen noch stellen, das hat keiner gecheckt, das hat keiner genau gewusst, wie jetzt das zusammenspielt. Und dann aufwendet sich dort wahrscheinlich dann spätestens dort ausgehängt. Dann haben wir angefangen, den Joe Black Sox auf Facebook
promoten. Das heisst, man hat das Facebook-Profil angelegt, als Person, also wie ich, einfach Joe Black Sox. Und dann hat man angefangen, über die E-Mail-Adresse seine Kunden, einladen. Das hat wunderbar funktioniert. Das kann man ja, man kann ja seine E-Mail-Adresse einladen, jetzt sind gerade 60.000, aber irgendwie so 1.000 aufs Mal. Und dann kann man die einladen, dass die im Freund werden von einem, das kennen wir sicher. Dann ist man vielleicht auf 5.000, 6.000 so Freunde dann gekommen und das hat natürlich wieder super funktioniert. Das ist dann wieder wirklich im Twitter-Stream rein, wo ich etwas kann posten kann und das die anderen sehen. Nur irgendwann hat dann Facebook gecheckt, dass das eine fiktive Person ist und hat das Ganze gelöscht. Also das ist dann auch das müssen wir nicht probieren. Was der Name ist cleverer als mir. Es gibt noch Gruppen und es gibt Firmen-Sites. Es gibt Fangruppen. Zu Fangruppen kann ich glaube ich einladen, oder? Aber zu Firmen-Sites nicht. Und wenn eine Firma, sagen wir mal, jetzt so Fanpotenzial hat, dann bringt man die dort auch fast nicht auf. Sowieso will ich niemanden einladen. Also kann ich nur den Link an Kollegen schicken, kommt dort doch da mal bei. Also das mit diesen Gruppen und diesen Fansites, das ist ein heikles Thema und ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert. Ja. Also ich glaube, das hat wahrscheinlich gescheitert. Das ist eine Grundidee, dass er wahrscheinlich so kein Gentleman nicht so wahnsinnig passt. Und wahrscheinlich sogar in Amerika ist das noch schlimmer als in Europa. Ich weiß nicht, wie viele Leute das dort Gentleman, das ist wie in England und so. Da hätte man wahrscheinlich einfach eine amerikanische Agentur, wie es man hat, für die Idee zu finden, wo in Amerika ziehen. Alles andere finde ich auch nicht gemacht. Das ist möglich, ja. Ich weiß nicht, ob du schon zu weit suchst. Also ich glaube, die haben wirklich schon vorher abgehängt. Aber ich glaube wirklich, der Schub unten raus, der hat einfach gefehlt. Ja, also wenn mich Gentleman als Thema nicht interessiert, wie ich bestimmt auch nicht, dann schub ich nichts da. Oder wie sie Socken verkauft, wie die mir alles liegt. Das wäre auch gut, das kommt noch dazu. Die haben eine Partnerschaft jetzt in den USA, also recht gut, aber ist möglich, ja. Gut, das nächste Thema, Adobe. Da haben wir ein Game gemacht, was wir mit Adobe machen kann, das wissen wir alle. Das Ganze hat Dance with Me geheißen. Das war für CS4, gewesen. Das ist so eine Software, die Adobe rausgibt für Grafiker. Die kann man als Student mit 80% Rabatt kaufen. Also wenn ich ein Student bin, kostet mir das nur 80%. Das ist... Das kostet mir nur 20%, Entschuldigung, ja. Also irgendwie 200 Franken dann. Und das Ziel ist, das in Deutschland und in Österreich bekannt zu machen. Eigentlich relativ simpel, Zielgruppe recht klar abgesteckt, Studenten und Schüler. Aus Erfahrung haben wir gesehen, es muss einfach sein, simpel. Es muss irgendwo einen viralen Teil wieder drin haben, das ist auch ganz entscheidend. Es soll Social, nicht nur Social Media, sondern eben auch real, also im richtigen Leben etwas sich abspielen. Die Erfahrung haben wir in anderen Projekten gemacht, dass das dann einfach mehr bringt. Wenn ich die Menschen kenne, wiederholen, wenn ich den kenne schon, ist die Chance grösser, dass ich so etwas weiter erzähle. Es sind ein bisschen weniger, aber dafür ist die Qualität viel besser. Der Preis, oder eben der Partner, den bringen wir nicht mehr. Und der Vorlauf, dass wir früher mit dem Ganzen anfangen. Kleine kurze Grafik, was das ist so ein Konzept von dieser ganzen Geschichte. Wir müssen an die Universitäten gehen. Wir gewusst, Studenten, die sind, wenn es so um Sound und Tanzen und so weiter geht, sind die noch gut abzuholen. Vor allem, wenn sie irgendwo noch eine Party haben, an ihren Studentenfesten, dann gewusst, haben wir noch ein bisschen Alkohol, dann sind auch alle noch ein bisschen parat. Haben wir so eine Stage bauen. Ich sehe noch schnell ein Video zu dem Thema. Ich habe noch 40 Stunden. Ja, von mir. Nein, sicher. Wir sind alle schwer interessiert. Haben wir so eine Stage bauen. Haben die Leute darauf oben tanzen lassen, die Studenten sind da drauf gestanden und tanzen. Dann sind die identifiziert worden mit E-Mail-Adressen und Facebook-ID, ausgeschnitten worden, also ganz Körper freigestellt und auf eine Plattform draufgekommen. Dance.me.ch und Dance.me.at. Die Plattform ist im Internet das einzige Instrument, das überhaupt gibt, so viele freigestellte, in dem so kann sagen, Menschen drauf. Darauf hat dann ein Voting stattgefunden zu Dance Crews, die man kreiert hat. Also ich konnte nicht herangehen, das machen wir noch auch schnell. Dance Crews zusammenstellen und habe natürlich nachher wollen, dass für meine Crew gewotet wird. Da hat es einen Voting-Prozess gegeben, wo ich nachher auf Facebook und so weiter verbreitet habe. Gleichzeitig sind die Videos, die Tanzvideos dann von dieser Crew, sind exportiert worden in diverse Social Networks, vor allem aber auf YouTube raus. Das heisst, jedes einzelne Video, das darauf produziert wurde, oder jede einzelne Tanzcrew,
und schlussendlich noch auf YouTube wieder platziert. Um das Ganze ein bisschen Rollen zu bringen, haben wir unter anderem eine Facebook-Applikation gemacht, wo man quasi den DJ ausgenutzt hat. Man hat gesagt, du kannst mit Adobe und Tour, musst auf Facebook drauf, auch wieder eine Applikation, wo du dich kannst, präsentieren und schauen, dass dann das Voting stattfindet. Also dass dich wählen, um mit Adobe auf die Tour zu gehen. Das hat sehr gut funktioniert, es war auch sehr simpel gewesen wieder, er hat den Sound müssen aufladen und hat dann angefangen, seine Kollegen wieder auf die virale Art mit Bildschirmklick hat er dann angefangen einladen. Das hat so funktioniert, dass dann einzelne ganze Gruppen angefangen haben, Bilder um das Thema herum. Das steht viel, viel besser gelaufen als jetzt bei Gentleman Game.